Nämlich, wie integrierst du denn heute die Astrologie in dein Leben? Also, was machst du damit? Nicht jeder macht sie zum Beruf, aber was ist so deine Art, die Astrologie zu integrieren? Und Daniel, fang du ruhig gerne an, weil du bist da gerade so drauf hingesteuert schon. Ja, also gut, aller Anfang ist schwer, also sich selbstständig zu machen, das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Das geht nicht mit einem Fingerschnipp und dann hat man eine Schar an KlientInnen und kann sich vor Aufträgen kaum noch retten. So funktioniert es dann leider auch bei mir nicht. Das heißt, ich habe natürlich für mich dann entschieden, okay, ich will das machen und kann aber jetzt auch nicht den Sprung ins kalte Wasser wagen von 0 auf 100. Das heißt, ich hänge immer noch in meinem Hauptjob fest, und auch fester denn je, muss ich leider sagen. Also auch da gab es in den letzten Jahren nochmal eine Veränderung, die mich da nochmal tiefer reingebracht hat. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil das nicht die Frage war. Das heißt, ich arbeite weiterhin daran, für mich die Astrologie mehr und mehr zum Beruf zu machen. Und deswegen bin ich unter anderem hier auf dieser wunderschönen Insel und habe diesen Ort für mich gefunden, wo man hervorragend Seminare anbieten kann. Und das, was ich für mich so ein bisschen herausgearbeitet habe, also was ich, also womit ich super gerne arbeite, ist die Horoskopaufstellung tatsächlich. Das ist ein Werkzeug, also nachdem ich jetzt in den letzten Jahren generell mit dem Thema Aufstellungsarbeit ein bisschen mehr zu tun hatte. Und das fügt sich für mich wunderbar zusammen. Also ein Horoskopsystem aufzustellen, das ist für mich so eine 3D-Radix, in der ich mich austoben kann als Astrologe, das ist Wahnsinn. Und das ist genau das, was ich hier auf dieser Insel machen möchte, mit tollen Menschen, die hoffentlich ihren Weg zu mir finden. Und ansonsten ist die Astrologie immer ein Begleiter, sag ich mal. Also es ist nie so, dass ich morgens aufstehe und mir denke, so bevor ich Konstellationen nicht angeschaut habe, starte ich gar nicht in den Tag. Also so dann doch nicht. Aber ob jetzt so im Freundes- und Bekanntenkreis, ne, werde ich natürlich doch sehr häufig gefragt, wie schnell bin ich dann doch mal in dem Horoskop und in den Transiten und schaue mir an, was da gerade los ist und gebe da was zum Besten und liege da meistens irgendwie richtig und denke mir so, ja. Und Menschen, mit denen ich darüber spreche, die spiegeln mir sofort so, boah, also sobald du über die Astrologie sprichst, da passiert irgendwas mit dir, da strahlst du ganz anders, das ist so, das machst du mit dem Herzen, oder? Und also das kriege ich immer und immer wieder gesagt und Schön. wunderschönes Kompliment und Sehr schön. egal, was ich damit mache, solange ich diese Rückmeldung bekomme, dass das eine Herzensangelegenheit für mich ist, bin ich damit Kannst du goldrichtig. weitermachen? Ja, vielen Dank, Daniel. Ganz, ganz großes Kino. Anne, ich weiß, dass du das jetzt nicht als Beruf erwählt hast, aber ich bin sicher, du nutzt die Astrologie auch. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Also ich habe es nicht als Beruf genommen, weil ich auch Beruf in Anführungszeichen habe. Aber es ist tatsächlich so, und ich musste gerade eben sehr schmunzeln, weil ich bin auch eben bei der Horoskopaufstellung irgendwie gelandet. Und ich mache es tatsächlich so, dass wenn ich merke, irgendwas ist, ich bin nöddelig oder es ist irgendwas, was eben so ein bisschen, also so ein bisschen krampft. Also ich gucke viel in mein Horoskop, ich gucke viel in meine Transite. Dadurch kann ich selber mit mir eben besser dann auch umgehen, habe ein besseres Verständnis und eine Akzeptanz. Ich weiß genau, wo meine Ressourcenpunkte im Horoskop liegen und mache es tatsächlich so, dass ich auch sehr oft einfach eben auf mein Horoskop gehe, dann auf diesen Punkt und dann Kraft schöpfe und eben sehe, oh, das tut mir unendlich gut. Und dann habe ich wirklich eine ziemliche Power dann auch und eine ziemliche Energie. Natürlich gucke ich auch für Freunde und für Bekannte und gucke eben mal für die Kinder, obwohl ich das also nicht ganz so gerne mache, weil ich immer natürlich denke, so, Mutter und Kind ist natürlich auch eben etwas schwieriger. Aber es ist insgesamt, also ich gucke trotzdem wirklich sehr, sehr viel rein, speziell aber hauptsächlich für mich, muss ich sagen, um Dinge nochmal zu hinterfragen, nochmal besser zu verstehen, anders vielleicht anzusehen, zu akzeptieren. Hat also alles irgendwie doch einen sehr großen Stellenwert auch bei mir in meinem Leben, weil es nochmal so eine,
so eine Schraube ist, wo ich einfach merke, das tut mir gut und das hilft mir zu reflektieren, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise.